Noch ganz schön müde ist sie, die kleine Lenia. Kein Wunder, schließlich erblickte sie erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt. Mit einem Gewicht von knapp 3500 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern wurde sie am 3. Januar geboren. Ihren Namen haben Mama Manuela und Papa Dominik dabei zusammen ausgewählt. Wir wollten eigentlich erst einen Jungen haben und da wäre es ein Alessio geworden und für das Mädchen hätten wir halt eine Lina Jolie. Und mein Mann wollte den Namen aber nicht. Und also er hätte den wahrscheinlich auch genommen, aber er fände den halt nicht schön, weil Lina gibt es halt überall. Und dann habe ich halt weitergeguckt und habe halt Lenia gefunden. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie er Lenia findet und er war sofort begeistert und so ist das eine Lenia geworden. Geboren ist die kleine Lenia in den Sana-Kliniken Duisburg. Und auch ihre Geschwister, die Zwillinge Marie und Luca, erblickten vor 4 Jahren hier das Licht der Welt. Zwillinge werden in Duisburg ohnehin recht häufig geboren, weiß Professor Dr. Markus Schmidt, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Wir haben im letzten Jahr 182 Zwillingskinder, das heißt also 91 Zwillingsgeburten. Das freut uns natürlich sehr. Ich meine, wir freuen uns, dass insgesamt die Geburten in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen zunehmen, aber auch natürlich insbesondere hier in den Sana-Kliniken Duisburg. Mit 1700 Geburten und fast 1800 Kindern ist das ein Rekordergebnis. Rekordergebnisse gab es in den letzten Jahren viele. So stieg die Zahl der Geburten von Jahr zu Jahr immer weiter an. Aber woher kommt eigentlich dieser Babyboom? Ich glaube, es hat ein Umdenken stattgefunden. Es ist wieder trendy, es ist wieder in, Kinder zu haben. Das freut uns natürlich, wenngleich wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass insgesamt die Geburtenrate in Deutschland doch noch sehr niedrig ist im Vergleich zu Nachbarländern, wie vielleicht Frankreich oder auch die Niederlanden. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn diese Talsohle jetzt durchschritten ist und die Deutschen wieder mehr Kinder kriegen. Fast 1800 Geburten durften die Sana-Kliniken im letzten Jahr verzeichnen. Das sind rund 200 Babys mehr als im Vorjahr. Dabei fiel die Wahl der Namen oft recht ähnlich aus. Ich denke, insgesamt geht der Trend zu kurzen Namen. Ja, ich glaube, Mia ist bei den Mädchen sehr beliebt, Ben bei den Jungen. Das heißt, der Trend zu kurzen, einfachen und teilweise auch traditionellen alten Namen, was ich persönlich sehr schön finde. Mit 5 Buchstaben gehört Lenia auch zu den kürzeren Vornamen. Dennoch ist ihr Name eher selten. So oder so, am Ende ist nur eines wichtig, dass sie gesund ist. Und so darf die kleine Lenia heute die Sana-Kliniken verlassen und endlich mit ihrer Familie nach Hause.